Wer will, der darf. Seit mittlerweile 21 Jahren treffen sich besonders leidenschaftliche Dance4Fans-Anhänger, um ihr Können live und auf der Bühne zu beweisen. In verschiedenen Altersklassen von 6 bis 24 Jahren bestreiten die Jugendlichen hier und heute in den Tegeler Seeterrassen in Berlin den Wettkampf. Läuft tatsächlich so wie geplant, obwohl es erst Schwierigkeiten gab mit dem Aufbau. Wir haben irgendwie gestern 5 Stunden Verzug gehabt. Umso mehr freue ich mich, dass heute eigentlich so relativ alles glatt läuft. Zwischendurch mal so ein paar Musikhänger gehabt. Die Organisation ist super, die Leute sind nett. Läuft gut heute. Obwohl die Veranstaltung regional organisiert ist, kommen mehr als 500 Leute aus ganz Deutschland den Wettbewerb besuchen. Eine besondere Würze verleiht dem Wettbewerb die Tatsache, dass die Jugendlichen die Möglichkeit haben, sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Und zusätzlich gab es dafür die Gewinner auch noch eine Trophäe. Das alles verlangt natürlich nach einer guten Vorbereitung. Unsere Tanztrainerin, die Lisa Mareike, die unterstützt uns auch immer sehr gut und sagt, wie wir uns verbessern können. Und wir unterstützen uns auch gegenseitig, damit nicht so ein Konkurrenzkampf eben auftritt. Also ich war mega aufgeregt davor, ich hatte richtig Panik, aber danach war alles super. Ja, mir ging es eigentlich genauso und danach fühlt man sich gleich so, als würde man nochmal auf die Bühne gehen wollen. Zeitgenössische Street-Style-Tanzschritte in allen modernen Tanzstilen und Richtungen, wie zum Beispiel Hip-Hop, Jazz oder Breakdance, kamen in diesem Wettbewerb vor. Das war am Ende nicht nur für die Besucher, sondern auch für die Teilnehmer ein wahres Spektakel.